Hallo ihr Müllmänner, willkommen in der Mülldeponie des Alienschiffs. Es geht munter weiter. Wir gehen mal in die Abfallentsorgung. Oh cool. Ja. Wir sind übrigens in Fallout 3, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Meine Fresse, ist das laut. Also es kommt mir jedenfalls laut vor. Deswegen stellen wir die Effekte ein bisschen runter. Dann kann ich auch wieder konzentriert sprechen. Tür. Okay, hier geht's lang. Ja, kann ich. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wegen der Lautstärke, sie fragt gerade, ob, dass sie, also sagt jetzt gerade, dass sie irgendeinen Knopf gefunden hat und dass der toll sei und ob sie uns hören kann. Und wir, ob wir sie hören können. Wir können sie natürlich hören, aber erstmal möchte ich diesen Safe knacken. Und wir haben schon wieder viel zu wenig Haarklammern. Oh, okay, Buffout nehme ich, Jet nehme ich, Kronkorken, und das Psycho, die 32er Pistole lasse ich da jetzt mal. Ich dachte jetzt, hier wäre mega der Schatz oder so. Nix gibt's. Ach nee, nicht du schon wieder. Also ich will jetzt nicht klugscheißerisch klingen, aber das sieht irgendwie komisch aus. Von woher wird denn da geschossen? Hä? Ach, das ist irgendwie... Ach, da wird gar nicht geschossen. Das ist nur irgendwie Effekte. Ja, ich bin angeschlagen, ich weiß. Dankeschön. Die Information. Darauf wäre ich noch überhaupt nicht gekommen. Okay. Ja, stimmt, wir haben ja ein Hinkebein. Das ist mir. Oh ja, Sie wissen ganz sicher, dass wir hier sind. Lass dich nicht von Ihnen überraschen. Nö, lass ich nicht. Und wenn, dann sitze ich immer am längeren Hebel. Ich habe nämlich ein großes Arsenal an Waffen und ich weiß es auch einzusetzen. Hallo! Tut weh, gell? So, wir nehmen seit ungefähr 4 Minuten auf, würde ich schätzen. Das heißt, wir machen Schluss um 5 vor ganz. 5 vor 10. Alles klar. Ja. Was ist versperrt? Ich hab nicht aufgepasst. Oh, hallo? Ich schieß dir jetzt mal in den Rücken, wenn's recht ist. Tut weh, ne? Oh! 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 Da kann man ganze Magazine auf die verballern. Das stört die überhaupt nicht. Haben wir denn jetzt wenigstens noch irgendwas, was ordentlich gegen die reinhaut? Ach komm, die Kampflinte haut gegen jeden rein. Hat sie bis jetzt auf jeden Fall. So, der Rumpf ist hinüber. Stimpack, so. Also komm! Also alles, was recht ist, aber... Ja. Wir schießen hier Schrotpatronen. Aus nächster Nähe, auf deren Schädel. Du willst mir erzählen, dass die so lange überleben? Ernsthaft? Wo ist jetzt der Letzte im Bunde? Gibt's nicht mal was zu looten?
hinten. So, haben wir noch eine Splittergranate? Ja, haben wir eine, um genau zu sein. Hallo! Oh. So, Jagdflinte. Oh! Dass ein wenig Abwechslung herrscht. So, einmal kurz nachladen. Und weiter geht's. Eine Drohnenkanone mitnehmen. Einmal Altmet. Das ganze Altmetall können wir auch rauswerfen. Das habe ich jetzt immer mit eingesammelt. Ist aber letztendlich ja wertlos hier. Was ist denn noch wertlos? Metro-Ticket. Das wiegt nix. Die Schachtel Zigaretten ist wertlos. Die Stützbandage ist wertlos. Ja, okay. Wir sind immer noch überladen, ne? Ja, wir sind immer noch überladen. Eine gute Voraussetzung. Wir wollten ja die elektronische wegwerfen. So, hier. Buff-Out, Stimpack und einen Medic-Kasten. Looten wir auch. So. Ich würde mal gerne wieder so einen dieser Bögen benutzen. Natürlich mit Modifizieren und so. Yo. Oh. Da sollten wir uns möglichst nicht drunter stellen. Yo, mach das. Yo, ich renne ja schon. Ich eile. Hier das gleiche Spiel, schätze ich. So schnell kommst du mir nicht davon. So. Elektroschockstäbe haben wir schon genug. Jawohl, weiter geht's. Sehr gut, Sally. So. Sonst noch wer? Au! Au! Woher? Wann? Ach, sitzt der da oben? Ich glaube, ich werd nicht mehr. Sitzt der da oben und chillt sein Leben. Oh! Schön! Unser mysteriöser Fremder. Der ist übrigens auch in Nuka Break, falls ihr die Serie kennt. Sehr zu empfehlen übrigens. Nuka Break ist der mysteriöse Fremde vertreten. Also die Serie spielt im Fallout-Universum. Und also ich habe sie komplett durchgeschaut und ich muss sagen, ich bin begeistert. Einerseits wegen der Höhe des Detailgrades, also wie viele schöne kleine Details eingebaut wurden. Andererseits aber auch so kleinere Anspielungen und halt auch die Story. Geht doch mal hier weg. Die Story ist jetzt nicht überragend, aber... Ja, was ist denn jetzt los? Sonst immer nicht, aber jetzt alle auf einmal, oder was? Okay, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ich hole jetzt meine Minigun. Wir sind schon wieder... Alter, ich habe so einen Stimpack verbraucht. Das ist ja Wahnsinn. Gut, dass wir hier viel looten. Dann können wir später viel verkaufen. Ah! So, einmal bitte. Können wir nicht, okay? Oh! Oh!
So wie, wie so ein Elektromotor. Schön am Absterben. Bitte, bitte, bitte. Trinken wir in Gottes Namen die Nuka-Cola. Biogel der Aliens. Können wir uns auch spritzen. Na schön. Elektroschockstäbe. Alien-Atomisatoren können wir reparieren. Alien-Desintegratoren. Rüsten wir aus. Doch. Immerhin etwas. Einmal Alien zum Mitnehmen. Gegrillt oder geröstet, keine Ahnung. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Leute dafür, aber machen wir es gerade mal nicht. Wir können das auch alleine. So, Drohnenkanone, komm. Im Zweifelsfall immer haben wir immer den größten. Auch im VATS. So, und mal bitte. Lol, kann das Ding sich teleportieren? So. Sieht gut aus. Und jetzt stoppen wir diese elende Müllpresse. Ja, wir treffen uns weiter vorne. Das würde ich ja gerne, aber ich kann hier noch natürlich nicht den Loot liegen lassen. Außerdem verstehe ich kein Wort von dem, was du sagst, weil diese blöde Müllpresse so laut ist. So. Das klingt... Ach nee. Oh. Wurmnahrung, Stimpack. Ach, weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr. Kampfflinte. Ja, ist recht. Schrei ein bisschen rum. So, ich bin langsam auch echt angespannt. Wir haben kaum mehr Stimpaks. Wir haben eine Horde Aliens. Und ich fürchte, das wird gegen Ende nochmal richtig stark zunehmen, diese Horde. Wir haben kaum Bio... Ach, du bist's. Verschwinden wir von hier. Vielen Dank für diese tolle Hilfe, Sally. Hey, ganz umsonst war es auch wieder nicht. Sieh mal den Schrank, den ich hier gefunden habe. Das war lustig. Was jetzt? Gehen wir zurück zum Triebwerk. Und kein Wort zu niemanden. Meinetwegen. Okay, hier ist gleich ein Teleporter. Schnell! Jetzt schaue ich mir erstmal deinen komischen Schrank an. Es soll sich ja hauptsächlich auch gelohnt haben, ne? Was haben wir denn hier? Oh, Erste-Hilfe-Kasten. Schön. Stimpaks. Das entschädigt das ja schon fast wieder. Sonst noch was? Irgendwie ein ganzer Haufen Munition? Ja, gut. Meinetwegen. War mal ganz witzig. Gebe ich zu. Eine schöne Star Wars Anspielung. Und ja, okay. Nehmen wir so. So, wenn ich jetzt noch einen Raumanzug hätte, wäre ich sogar noch glücklich. Dann muss ich sagen, wäre ich echt glücklich. Wenn ich einen Scheiß... Raumanzug hätte. Von wem kriege ich denn hier einen Raumanzug? Ist das nicht in diesem Kühlraum? Das könnte auch sein. Warte mal, in diesem Kühlraum da. Haben wir nicht sowieso die Leute nur freigelassen, weil wir an die Anzüge von denen ran wollten? Ich glaube fast, das war so, ne? Ich bin manchmal einfach gut. So, Kleidung, Raumanzug, jetzt aber.
Wie sehen wir aus? Oh, total wie ein Astronaut. Vor allem mit der Schrotflinte am Rücken. Was bedrückt dich denn? Nichts. Ich bin bloß auf dem Weg in den Weltraum, aber ansonsten... Alles cool, alles easy. Außerdem steht mir die Rettung der Welt bevor, aber ansonsten... Chill, Mann. Ich hoffe, wir kommen bald hier raus. Ich auch. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Hey, unsere gute alte Sonne. Naja, aber bevor es jetzt hier Guten hinter Tag. Dieser... Ja, halt die Fresse. Bevor es hier hinter dieser Tür weitergeht, beende ich die Folge, weil die ist auch schon wieder um. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich werde zwischenzeitlich noch ein paar alte Folgen löschen, die ich bereits bearbeitet habe. Ich traue dem Braten nicht, dass ich noch genug Speicherplatz habe. Dementsprechend bis gleich in der nächsten Folge, da werden wir den Weltraum betreten.